Das hier ist das kleinste Mitglied der Teufel Rockstar Familie, nämlich der Rockstar Go. Ich dachte mir, bei einem Produkt, das schon den Titel Go im Namen trägt, ist es vielleicht etwas langweilig, das Ganze drinnen zu machen. Deswegen sind wir hier heute an diesem Strand und machen das Ganze etwas lockerer als gewöhnlich. Kurz zur Verarbeitung und zur Größe. Also die Verarbeitung ist für diesen Preis wirklich gut. Gerade dieses Material hier vorne fühlt sich wirklich wertig an. Da habe ich absolut nichts zu meckern. Dank der Abmessungen von 6 cm x 21 cm x 11 cm und einem verglichen mit den anderen Rockstern lächerlichen Gewicht von 700 Gramm passt der Go wirklich in jede Tasche und ihr könnt ihn überall mit hinnehmen. Dazu ist er nach IP7 gegen Spritzwasser geschützt, das heißt, ihr solltet ihn vielleicht nicht mit in den Pool nehmen, aber wenn er nebendran steht und ein paar Spritze abbekommt, wird ihm das nichts ausmachen. Vom Design her gefällt er mir wirklich gut. Ich habe ihn letzte Woche mitgenommen, hier im Urlaub, und habe einfach ein paar Produktshots von ihm gemacht. Wie gesagt, weil mir einfach diese Größe und das Design an sich gut gefallen hat. Die habe ich dann auf Instagram gepostet und scheinbar haben die der Marketingabteilung von Teufel auch ganz gut gefallen, sodass sie jetzt auf irgendeiner Webseite oder irgendeinem Blog wohl in Zukunft veröffentlicht werden können. Kurze Nebenstory, jetzt aber wieder zurück zum Rockstar. Um eure Musik abzuspielen, habt ihr die Möglichkeit zwischen AUX, Bluetooth und der Rockstar besitzt sogar eine 2.1 USB Soundkarte. Beim USB-Anschluss zum Laden muss ich aber wirklich mit Teufel meckern, denn hier ist Micro-USB verbaut. Das wollte ich eigentlich 2019, gerade in einem Teufel-Produkt, Teufel benutzt ja bei seinen anderen Produkten eigentlich schon lange USB-C, nicht mehr sehen. Teufel gibt die Akkulaufzeit mit ca. 12 Stunden an, was ich so ungefähr unterschreiben kann, ganz genau konnte ich das natürlich nicht messen. Kommen wir also zum mitwichtigsten, wobei in dieser Kategorie ist wahrscheinlich die Portabilität am wichtigsten, aber dann zum zweitwichtigsten Punkt, nämlich den Klang. Ich will mal bei den Höhen anfangen, die wirklich gut sind, also dass aus so einem kleinen Gerät solche klaren Höhen rauskommen können, hätte ich nicht gedacht. Die Mitteltöne sind für einen Preis von 150 Euro regulär auch noch gut. So sonderlich viel kann man da aber eben natürlich nicht erwarten. Kommen wir damit zum Bass. Der Bass ist natürlich bei diesem Formfaktor unglaublich schwer auch nur irgendwie hinzubekommen. Teufel hat sich da was ganz Cleveres ausgedacht und zwar schwingt dieses komplette Element, wo das Logo hier vorne drauf ist, wenn ihr Musik abspielt mit und erzeugt quasi so oder soll so eine Art Subwoofer quasi nachmachen. Ich würde sagen, der Bass ist für diesen Preis und für diese Größe kräftiger, als ich es erwartet habe. Natürlich wollte ich damit aber nicht meine nächste Gartenparty beschallen. Bei einigen Liedern kann es aber dazu kommen, dass der Bass zu stark ist oder dass es scheinbar eine Bassfrequenz gibt, mit der der Rockstar nicht ganz klarkommt, wo dieses Element hier vorne dann anfängt, ganz eklige Geräusche zu machen und zu vibrieren, sodass man quasi eigentlich dieses Lied mit diesem Gerät nicht hören kann. Panda, panda, panda. I got broads in the lineup. Just to be in the family. Credit cards in the scammers. Eating the licks in the family. Legacy. Das hatte ich bisher aber erst bei einem Lied. Ich blende euch oder habe euch wahrscheinlich schon eingeblendet, wie das Ganze dann aussieht bzw. wie sich das anhört. Logischerweise kann ich das nicht zu lange machen, weil ich sonst Copyright-Probleme bekomme. Aber ich denke, jetzt zeige ich euch einfach nochmal einen kurzen Ausschnitt, wie sich so der Rockstar anhört. Und dann war es das auch schon wieder mit diesem Review. Ich habe ja gesagt, wir machen das Ganze etwas entspannter. Falls euch das gefällt, gebt gerne einen Daumen nach oben und schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr so den Rockstar seht, ob ihr ihn zu teuer findet. Ich meine, 130 Euro aktuell für dieses Gesamtpaket finde ich wirklich in Ordnung. Man kann ihn überall mit hinnehmen, die Akkulaufzeit ist gut, der Klang ist wie gesagt im Rahmen seiner Möglichkeit gut. Nur der USB-Anschluss stört mich etwas, aber das kann Teufel, denke ich, in der nächsten Generation auch beheben. Dann war's das mit diesem Video. Wie gesagt, vergesst nicht, einen Like zu geben, ein Abo würde mich noch freuen und wir sehen uns in den nächsten Videos.